Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei My Time at Porsche. Ich bin doof, bei Ni No Kuni. ich hatte jetzt gerade eine Pause zwischen den letzten, zwischen der letzten und dieser Aufnahme, weil wir fix einkaufen waren. direkt alles aus dem Kopf gelöscht. Nee, ich habe hier mal zwischendurch eben abgespeichert und mich wieder aufgeladen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal fix zum Auftragsexpress. Ich habe auch gesehen, dass es neue Aufträge gibt hier in der Stadt. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Hier vorne leuchtet nämlich eine Person. Da können wir dann nachher auch gleich mal gucken, ob es hier noch mehr neue Aufträge gibt. Nee, sieht aber nicht so aus momentan. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal geben wir erstmal den Auftrag ab. Beim Auftragsexpress, den wir da erledigt haben, beziehungsweise wir haben ja hier den, keinen Auftrag, sondern die Monsterjagd haben wir ja gemacht. Das können wir mal eben fix hier abgeben. Und uns da unsere Stempelinos abholen. Der Barbarenbandit, genau. Ach, deswegen Barbarenbandit. Jetzt weiß ich, wie ich da letztens drauf gekommen bin, mein Gott. Oh, und da haben wir jetzt die Flammenrobe dafür bekommen. Ich würde vielleicht auch sogar mal gucken, dass ich mich mal ausrüsten gehe. Eventuell ist das gar nicht so eine schlechte Idee, doch das mal zu tun. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen was an Geld bekommen, dass wir zumindest mal für unsere Gefährten Dinge holen. Achso, wartet mal, ich wollte mal gerade gucken. Gibt es denn inzwischen schon wieder was Neues? Ja. Ein wüstes Duell im nördlichen Schimmersand. Eine knorrige Bestie fordert Reisende in der Wüste zu Duellen heraus. Ein harter Gegner, aber jemand muss sich seiner annehmen. Da bekommen wir ein Schienbeinschild mal, also einmal und 200 Gulden und zwei Stempel. Dann nehmen wir das so direkt mal wieder an. Und dann gucke ich jetzt doch mal auf die Auftragstafel, ob es nicht außer dem einen Auftrag noch was anderes Neues gibt. Der König des Currys. Ja, das machen wir ja gerade. Achso, und das ist aber der Mann. Ja, okay. Das ist der Mann, der da vorne steht, den ich euch gerade gezeigt habe. Da gehen wir jetzt auch gleich noch hin. So, und da wir ja dann auch zum Vulkan müssen, können wir dann hier vom Scheich auch die Würze des Lebens bekommen, wenn wir hoffentlich diese... Was war's? Drei ordentliche Prisen Pfeffer oder sowas wollte der, glaube ich, haben, ne? So, dieser hier. Oh ja, der wird uns auch noch öfter begegnen, Freunde. Interessant, sehr interessant. Wenn ich mich nicht vollkommen irre, was natürlich nicht der Fall ist, dann besitzt du Vertraute. Habe ich recht? Ja, aber wieso fragen sie? Ich denke, du wirst feststellen, dass du genau die Person bist, auf die ich gewartet habe. Ausgezeichnet. Ach ja, und wie genau sollen wir das feststellen? Wovon laberst du da, Brillenschlange? Ich denke, ihr werdet feststellen, dass ich tatsächlich Lorenz heiße und ein äußerst angesehener Forscher auf dem Gebiet der Vertrautologie bin. Ich halte mich in dieser Gegend auf, um wichtige Daten über Kreaturen zu sammeln, die hier in den trockeneren Zonen der Welt gezähmt werden können. Was du nicht sagst, und warte, du bist viel zu feige, um sie selber zu jagen, also willst du, dass wir dir helfen, richtig? Ganz genau. Ich biete dir die Gelegenheit, an einem bahnbrechenden Forschungsprojekt mitzuwirken, in dem du bestimmte Kreaturen zähmst und sie mir zur weiteren Analyse bringst. Willige ein, Lorenz bei seiner Forschung zu helfen. So. Gut, ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Welche Kreaturen sollen wir zähmen, Herr Lorenz? Lasst mich meine Liste hier zu Rate ziehen. Ach ja, ich brauche Daten über eine Spezies von Kreaturen, die wie eine unreife Barbarenstaude aussehen sollen. Und über eine, die einen lila Turban trägt. Wenn du sie mir bringst, kann ich einen geschulten Blick auf sie werfen und ein paar zweifelsohne höchst inspirierende Beobachtungen anstellen. Und ich kann sie nicht untersuchen, wenn du sie in das Schlupfloch steckst. Also verschwende bitte nicht meine Zeit damit. Also dann sputet euch, bringt beide zu mir und ich werde euren Beitrag mit Sicherheit in meiner nächsten faszinierenden Abhandlung würdigen. Keine Sorge, Brillenschlange, wir sind mit deinen Tierchen zurück, noch bevor du Kryptozoologie sagen kannst. Nun, also wir sollen jetzt einen Bambino und einen Fackelfark hier heißen die, glaube ich. Sekunde, wir können mal eben fix nachgucken, was der von uns möchte. Also, wir brauchen nämlich den Funkenfark hier
und einen Babambino. Die beiden möchte er haben. Die müssen wir jetzt halt fangen. Und das kann mitunter doch recht lange dauern. Also ich probiere das während der Folgen immer mal, ob wir die gefangen bekommen. Ansonsten mache ich das dann nach der Folge offscreen und zeige euch das beim nächsten Mal. Weil, wie gesagt, das kann mitunter manchmal schon recht lang dauern, die zu fangen. Weil manchmal wollen die Viecher halt auch nicht so wirklich. Naja, mal gucken. Ach, ja, kann ich direkt wieder zurücklaufen, weil ich wollte doch meine Viecher ausrüsten. Nee. Hab ich vergessen. Naja. So, da sind wir aber direkt hier vorne schon beim Ausrüstungs-Hannes. Ja, so heißt er. Ist der offizielle Name, Ausrüstungs-Hannes. Nee, Quatsch. Hatten wir hier noch irgendwo eine Kiste, die wir aufmachen konnten? Ich glaube nicht. So, pass mal auf. Der Waffenhorst. So, ja, kaufen. Schauen wir mal. Also, der trägt das Knochenschwert bereits. So, dann hätten wir hier den Flintspeer. Der wäre für alle drei von denen gut. Allerdings würde er bei dem, bei der Fee Magieangriff runter machen. Wie viel hat er denn jetzt gerade? 72, also 2 Punkte. Und 3 Punkte aber normalen Angriff. Ich meine, der greift aber ja mit Magie an. Von daher würde ich mal sagen, kaufe ich nur 2 Speere und gebe die an, wobei einen Speer und gebe den an den goldenen Bräuler. Weil den anderen werden wir ja doch irgendwann aussortieren. Deswegen würde ich den jetzt auch nicht unbedingt ausrüsten. Ja, ich kaufe mal einen. So. Und den bekommst du. Was haben wir hier? Hier, das macht schon einiges. Das macht schon einiges. Kann der auch die hier tragen? 39, 44. Die ist besser, ne? Machen wir das für unseren Mützi-Pützi, so. Der würde 2 Punkte dazu bekommen. Ja, können wir eigentlich. Können wir eigentlich auch machen. So. Dann gucken wir mal hier. Ist für niemanden was? Hier hätten wir was. 130. Okay, wartet mal, ich gucke mir jetzt erstmal hier den da hinten an. Das kriegt er 18. Hier würde er halt auch noch magische Verteidigung bekommen. Ich glaube, ich nehme den für beide, weil der halt auch noch magische Verteidigung erhöht. Und auf den einen Punkt mehr oder weniger kommt es dann auch nicht an. Da nehme ich aber gleich 2. Und zwar kriegst einen du und eine du. So, was haben wir hier noch? Einen Punkt. Wir kriegen ja dann gleich ein Schild. Den würde ich jetzt erstmal lassen. Und auf den einen, ja, und ein bisschen Flinkheit halt noch auch drauf. Nee, oder? Doch, ich mach das. Ich kauf den. So. Jetzt schauen wir mal. Das ist für Verteidigung. Verteidigung. Ich glaube, Präzision und Flinkheit. Magische Verteidigung und Angriff. Auch Verteidigung. Verhindert K.O., wenn die LP hoch sind. Ja, bei den Abzeichen weiß ich nicht so recht. Ich glaube, die lasse ich erstmal. Da werden wir schon mal welche finden. Können wir denn irgendwas verkaufen? Gegenstand. Getragen im Beutel. Also die Sachen, die jetzt keiner trägt, die würde ich vielleicht tatsächlich sogar mal verkaufen. Na, oder wir heben es erstmal auf für den Fall, dass das dann jemand anders tragen kann. Ich hebe die Sachen erstmal auf. Ich verkaufe mal noch gar nichts. So, das ist aber, glaube ich, jetzt erstmal ganz gut so. Wir haben jetzt wenigstens alle mal ein bisschen neue Ausrüstung. Zumindest die neuen Begleiter auch. Die neuen Vertrauten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
weil die ja doch noch recht low sind und von den Viechern hier in der Gegend doch noch ganz schön auf die Schnut bekommen. Jetzt ist der natürlich nicht mehr da, der hier vorne stand. Schade. Gut. Ich wollte nämlich gerne den Dings gucken, ob ich den vielleicht fangen kann, den Funkenfark hier. Aber da hinten ist einer, sehe ich gerade. Und da ist ein Babambino. Probieren wir erstmal den Funkenfark hier hinten. Mal sehen, ob der uns eventuell wohlgesonnen ist. Und wir ihn gefangen bekommen. Oh, das sind sogar beide. Mal sehen. Ich würde mal mit Oliver hier angreifen. Ja. Der Funkenfark hier. Na komm. Wartet nur drauf, dass die den vielleicht besiegt. Na, mach mal was, Esther. Ah, seht ihr? Jetzt schnell. Genau. So, Funkenfark hier ist gezähmt. Sehr schön. Oh, der Kampf ist schon vorbei. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und direkt wieder ein paar Level-Ups. Das ist sehr gut. Naja, die kriegen jetzt hier natürlich ordentlich XP. Dadurch, dass die alle noch so low sind. So, Goldi hat Stufe 4 erreicht. Glanzprotz hat Stufe 4 erreicht. Der Flatterli hat Stufe 4 erreicht. Und Schimmerli hat auch Stufe 4 erreicht. Funkenfark hier behalten. Jupp. So, wurde ins Schlupfloch gesandt. Ich weiß gar nicht, ob wir die dann am Ende doch behalten dürfen. Ich nenne ihn einfach mal Fakira. Fakirsten. Turban. Nee, Fakira finde ich ganz gut. Also, falls er ihn nicht wegnimmt, haben wir dann einen Funkenfakir. So. Okay, dann haben wir den ja schon mal gefangen. Wundervoll. Dann gucken wir uns jetzt mal hier den Babambino noch an. Mal sehen, ob wir den kriegen. Dann haben wir das ja doch recht schnell hingekriegt. Oh, das sind sogar zwei. Das ist nice. Da haben wir die doppelte Chance sozusagen. Ich probiere mal mit dem hier zu kämpfen. Kraft sammeln. Nee, das ist nicht gut. Das lassen wir. Mach mal einen Feuerball auf... Ja, auf den. Okay, der ist schon mal nicht geeignet gewesen, offensichtlich. Okay, warte mal. Krieg mal ein Eisding noch. Ah, schade. Hat nicht geklappt. Na gut. Dann beim nächsten Mal vielleicht. Ja, das meine ich halt. Es ist immer so eine Chance 50-50, ob da der vertraut zähmbar wird oder nicht. Und das kann halt manchmal mitunter wirklich sehr lange dauern. Oliver hat Stufe irgendwas erreicht. Goldi Stufe 5. Er lernt den Trick Sandstreuer. Stufe 5 auch für Glanzprotz und Flatterli und Schimmerli. So viele Level-Ups hier die ganze Zeit. So, wir müssen... So, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen darüber zu dem Eingang. Na gut, da können wir ja hier so ein bisschen zwischendurch laufen und gucken, ob wir den Babambino da hinten... Okay, dann jetzt erstmal dich. Den Babambino da hinten noch mitnehmen können. Ich nehme jetzt erstmal nicht die Begleiter, weil die doch noch recht low sind und kämpfe jetzt mal mit Oliver. Ich glaube, das ist momentan erstmal besser, weil der doch ein bisschen mehr aushält. So. Funkenfark hier ist, glaube ich, ein Feuergegner, deswegen würde ich mal sagen, Eis ist gut gegen den. Ja, das sieht so aus. Sehr gut. Wundervoll. Und wieder Level Up. Ach, Stufe 16 ist der Oliver vorhin geworden. Ich glaube, mein Wecker klingelt, Leute. Stufe 14 und die anderen halt Stufe 6. Ja, ich glaube, mein Wecker klingelt. Es ist 19 Uhr. Mein Handy liegt aber irgendwo. Ich hoffe, der Mann im Hintergrund macht's aus. Nun ja. Oh, wieder beide das. Das ist auch lustig. Da machen wir jetzt aber erstmal den Funkenfark hier weg.
Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Hubbeli, hubbeli, bubbeli. Machen wir erstmal den weg. So, da ist ein Lebensblobby. Na, braucht er noch mehr. Also der macht halt kaum Schaden an dem, ne? Ich probiere mal den hier. Wie sieht es bei dem im Moment aus? Naja. Ihr seht es ja selber. Oh, nee, nee, nee. So. Ach, leider auch keiner zum Zähmen. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Level-Ups abwarten hier, bis die auch so Stufe 13 ungefähr sind vielleicht. 10 bis 13 würde ich sagen. Aber es wird. Es wird. Ah, die Bambinos, die sträuben sich hier so ein bisschen. Naja, mal gucken. Das ist jetzt der letzte, wo ich es probiere. Dann probiere ich es auf dem Rückweg halt wieder. Ja, kämpfen wir mal mit ihm. Hey. Ah, Oliver. Der kann sich auch mal ein bisschen selber heilen, würde ich sagen. So. Und nochmal. Guck nochmal. Hat leider nicht geklappt. Den können wir aber zähmen. Den nehme ich doch gerne mit. Warum nicht? Wenn wir es können, dann machen wir es auch, würde ich sagen. Egal, ob wir den dann... Also ich werde mir auch nicht merken, was ich da alles schon gezähmt habe. Ich werde die dann halt zähmen, wenn es geht, und ab und zu mal aussortieren. Wenn wir dann mehrere von einer Sorte haben. So. Sehr schön. Stufe 7, fiese Brise. Stufe 15 und Stufe 7. Ja, den behalten wir natürlich. So, wie nennen wir den? Tiggy, Streifchen, Garsti oder Tigor? Tigor finde ich gut, das machen wir. So. Okay, leider konnten wir den Babambino nicht zähmen. Wartet mal, da ist noch einer. Nehmen wir den noch. Ja, komm, nehmen wir den noch. Und dann würde ich aber wirklich mal hier in die Qualmhöhe gehen. Wie der wegläuft vor uns, das ist ja frech. So stark sind wir inzwischen. So, ich mach gleich erstmal die Sommersonne weg. Was war denn das da? Gerade hinten in der Ecke war irgendwie wie so ein Viech. So, ich muss mal den hier weg. Super. Ach Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Also ja, manchmal sträuben sie sich wirklich sehr. Aber wir haben Barbaren bekommen. Stufe 7 und nochmal Stufe 7. Feuerschleuder. Oh, wartet mal. Da will ich mal ganz kurz reingucken. Wer hatte denn jetzt hier neue Tricks? Ich guck mal hier. Sandstreuer. Nee, da warte ich noch ein bisschen. Steinwurf, Feuerschleuder. Nehmen wir mal den mit rein. Was ist das hier? Glänzende Form. Fokus. Nee, machen wir das. Fiese Brise. Der kann so bleiben. Oder? Ja. Ich meine, den tauschen wir eh irgendwann aus. Und den lassen wir auch so. Ja. Das passt. Na gut, dann gehen wir jetzt hier in die Qualmhöhe. Das könnte sein, dass das Gebiet für uns vielleicht noch ein bisschen heftig ist. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, haben wir nochmal die Chance auf den Babambino. Auch gut. So. Dann lassen wir den weg.
Oh, wir könnten noch einen Funkenfark hier, aber ich glaube, noch einen will ich nicht. Nee, den machen wir erstmal weg. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Wo wollte ich das machen? Na? Jetzt. So. Na, super. Hat doch geklappt. Wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, dann gehen wir doch noch nicht in die Walmhöhe, sondern ich gehe jetzt erstmal gleich zurück. Dann ist es halt mal eine kleine Trainingsfolge hier. Weil ich glaube, wir kommen heute in der Folge eh nicht mehr bis ganz hoch. Und ich würde aber gerne... Ja, wobei, da müsste ein Speicherpunkt sein gleich am Anfang. Das sollte doch gehen, doch. Stufe 8, Stufe 8. Weil ich halt die beiden auch gebrauchen könnte im Team eventuell. Nee, wir laufen zurück, Leute. Dann ist das hier, wie gesagt, mal eine kleine Trainingsfolge gewesen. Was heißt klein? Mal gucken. Ja, wir behalten den Babambino, Staudi, Babani, Krumi oder Grünchen. Ich glaube, Babani gefällt mir am besten. Ja. Ja, laufen wir zurück, kämpfen noch ein bisschen. Dann sind wir auch stärker, wenn wir dann zur Qualmhöhe gehen. Dann könnte ich nämlich mal gucken, ob die beiden, wenn wir die behalten können und er die uns quasi nicht wegnimmt, ob wir die eventuell ins Team nehmen. Wisst ihr? Ah, ihr seht ja, die laufen hier schon alle weg vor uns. Na, mal gucken. Jetzt gehe ich mal zurück. Uns das mal an. Machen wir die Folge halt heute einmal ein bisschen kürzer. Vielleicht. Dann würde ich aber bis zum nächsten Mal auf jeden Fall schon mal rüberlaufen bis zur Qualmhöhe und dann davor abspeichern. Oder halt jetzt in der Folge noch mal gucken. Wir sehen mal. So, dann holen wir die beiden mal aus dem Schlupfloch. Das ist hier hinten, genau. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin dein sympathischer Schlupfloch-Serviceberater. Schön, dich zu sehen. Sag einfach Bescheid, wenn dir ein Vertrauter zur Last fallen sollte. Wir können bis zu 400 von den kleinen Rackern bei uns aufnehmen. Und weil du uns heute zum ersten Mal mit deinem Besuch beehrst, erhältst du einen ganz besonderes Geschenk. Du Glückspilz. Viel Spaß damit. Drei Fläschchen Sud des großen Weisen. Drei Riesensonnentropfen. Drei Riesensternentropfen. Und drei Riesenmondtropfen. Riesenplanetentropfen. Seht, da gibt es noch mehr Elemente. So, Vertrauten abgeben. Da können wir jetzt erstmal dich abgeben. Dich abgeben und dich abgeben. Ja. Jetzt abholen. Dann wollen wir die Babambino, den Funkenfark hier. Oh, und den Drachen würde ich gerne mitnehmen. Genau, stimmt. Den hatten wir ja auch noch. Und den hier könnten wir eigentlich auch mitnehmen für Esther. Oh, wartet mal. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen hier Tauscherei. Sekunde. Der wäre was für Esther, der jetzt nicht so. Wartet mal. So. Wir nehmen die jetzt erstmal kurz mit. Also. Der hat jetzt zweimal das hier dabei. Die Goldenen halt schon gerne trainieren würde, ne? Aber den Drachen hätte ich auch gern dabei. Ich glaube, da tausche ich den Drachen gegen Flatterchen aus. Ja. Tauschen wir dich aus. Jetzt haben wir dich natürlich, ausgerüstet, ist egal. So, der Babambino, den brauchen wir gleich erst noch. Der kommt zu Esther und zwar würde ich den jetzt mal gegen dich erstmal austauschen. Das kannst du mal ausziehen, so.
Und dann würde ich eventuell den Barbambino dann für sie hier quasi tauschen, wenn der stark genug ist. Genau. Wie gesagt, wenn wir den behalten dürfen. So, jetzt müssen wir noch den Funkenfark hier holen. Gehen wir erstmal den ab und den ab. Nehmen dich noch mit. Und vielleicht zum Tauschen bei Esther, falls jetzt das schwierig wird mit dem Kämpfen. Nee, wir lassen es mal so. Ja. So, gehen wir erstmal gucken, was er sagt. Ausgezeichnet. Oh ja, seht euch das an. Die Verstaudung der barbarenförmigen Auswüchse zur Verteidigung und das kräftige Lila des Turbans, vermutlich um Raubtiere abzuschrecken. Ja, dies sind tatsächlich die Kreaturen, die ich untersuchen wollte. Vielleicht nicht die besten Exemplare, aber sie werden genügen. Menno, er könnte ja wenigstens Danke sagen. Ja, das könnte er verflixt noch eins, dieser undankbare kleine Eierkopf. Ja, einige sehr interessante Daten. Das wird bestimmt für einiges Stirnrunzeln in der vertrautologischen Gemeinschaft sorgen. Es hat keinen Zweck, Mann. Brillenschlange hier ist komplett weggetreten. Komm, lassen wir ihn allein. Oh, hier. Ein Sterntropfen, ein Mondtropfen und 500 Gulden. Sehr schön. Und 4 Stempel. Mein Gott. Sehr geil. So, haben wir die jetzt behalten? Ja, cool. Also dann würde ich, wie gesagt, den hier aufheben und gegen ihn hier tauschen, wenn der andere soweit ist. Haben wir jetzt hier irgendwen, der zur Evolution bereit ist? Momentan nicht. Also ja, hier sie, aber die will ich ja dann tauschen. Daher verschwende ich da jetzt nichts. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir hier jemanden ausrüsten können. Nee, das, also ja, das würde den magischen Angriff um 3 Punkte heben. Der ist ja eher magisch. Dann würde ich das schon mal anlegen, so. Die ist auf jeden Fall besser. Dann zieh die an. So, du. Ja. Dem lege ich jetzt gerade mal einen, naja, komm, der kann ja mal den Speer hier anziehen und das so lange. Für dich habe ich gerade nix. Ja, dann kannst du das doch anziehen. Okay, das heißt vielleicht für dich noch eine Waffe. Wenigstens eine Waffe. Wir gucken mal. Eventuell wenigstens noch eine Waffe für den Drachen. Ja, ist natürlich eigentlich blöd, wenn ich das immer wieder tausche, da das Geld auszugeben. Aber ich meine, man kann ja dann auch die Sachen auch austauschen gegen andere Gefährten. Gucken wir mal, was kann der denn tragen, der Drachen? Das könnte er. Oder das. 31. 36. Der kriegt auch diese Axt. Ja. So. Davon kann der, glaube ich, gar nichts tragen. Ein Lederschild. Nee, wie gesagt, wir kriegen ja noch einen besseren Schild. Ist nichts für den Drachen dabei. Na gut. Okay, Freunde, dann würde ich jetzt hier in der Stadt nochmal abspeichern. Ja, so viel kürzer ist die Folge jetzt gar nicht. Eigentlich gar nicht kürzer. Und würde sagen, gehen wir dann auf jeden Fall aber dann das nächste Mal zur Qualmhöhe. Und den Funkenfark hier, den werde ich, glaube ich, wieder ablegen. Den brauche ich momentan nicht. Da können wir eher mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Oder uns hier noch was ins Team mit reinnehmen, solange was eventuell schon ein bisschen ein höheres Level hat zum Tauschen mal. Was aber auch eigentlich Blödsinn ist. Weil
Ja, ist egal. Naja, gut. Okay, also ich werde speichern. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Ni no Kuni. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.